Zum Wohl. Chin, chin. Volumen-Alkoholprozent. Herzlich willkommen zu Schwitzen im Sitzen, Folge 3. Folge 3 schon? Ja. Meine Güte, es geht voran. Also, mehr oder weniger. Eigentlich Folge 4 live, aber Folge 3, die dann auch hochgeladen wird. Diverse Folgen live. Ja, ich habe. Leben live, irgendwie so. Ja, ich werde das mal wieder morgen auch ein bisschen zurechtschneiden. Irgendwie mal anfangen. Der Anfang ist noch nicht ganz so gut. Okay, aber wir haben es geschafft. Und oh, jetzt hast du auch gesehen, es wird bei mir deutlich heller mit so witzig. Ja. Wörterteil. Genau, mit der Wörterteil wird es deutlich heller hier drin. Die Themen heute, Simon. Die Themen. Wir versuchen, also die Idee wäre, dass wir diesmal nicht ganz so lang machen. Also, dass wir jedes Mal ein bisschen kürzer werden. Während wir bisher mal Stunde, anderthalb machen. Knappe Stunde, letztes Mal anderthalb Stunden und ich glaube, wir könnten noch ein bisschen kürzer. Ja, machen. Das auf jeden Fall. So. Wir versuchen auch gewollt, dass wir auf jeden Fall wöchentlich, wenn nicht sogar zweimal wöchentlich, online kommen und euch mit dem Allerwichtigsten, was irgendwie gerade auf der Welt in unserem Leben irgendwie passieren könnte, zu informieren. Und ja, wir merken, 2 Stunden uns zuhören, das ist einfach so viel geballter intellektueller Input. Das können nur wir. Die wenigsten Zuschauer. Weshalb wir uns gesagt haben, ist das eine gute Idee? Wir machen die Portion kleiner, dafür qualitativ besser. Ja. Und entspannter für den Zuschauer. Ja, ja. Ist das eine gute Idee, dem Zuschauer uns unterstellen, dass er uns nicht 2 Stunden zuhören könnte? Ja. Aber, nee, stimmt Lukas, ja auch. Du, also, du weißt selber, wer bisher hauptsächlich unsere Zuschauer sind. Ja, noch. Die besten Menschen der Welt. So ist es. Die besten Zuschauer werden es auch immer die besten Zuschauer bleiben. Ja, ja. Die Zuschauer von Stunde 1 sind die besten. So ist es. Sowieso immer. Die können auch irgendwann mal sagen, wenn wir groß und berühmt sind, wir waren von Anfang an dabei. Oh. So. Ich finde immer, der erste Kommentar unter dem ersten Video ist der wichtigste. Der bleibt für immer. Ja. In unserem Herzen. So ist es. Ja, worüber wollen wir? Jeder weitere Kommentar und jeder erste Kommentar unter den weiteren Videos auch mega wichtig ist. Deswegen, Leute, ja, Kommis unterstützen. Nur einmal. Ich würde auf jeden Fall ganz schnell kommentieren, sobald es live auf YouTube kommt. Ja, sind wir ganz zeitnah. Versprochen am Freitag, geschehen am Samstag. Ja, ich habe gemerkt, Freitag. In den 14 Tagen. Ich kann das freitags nicht mehr versprechen, weil das Editieren des Videos dauert halt schon nochmal 2 bis 3 Stunden. Ja, ja. Der Upload dauert dann nochmal so 2 bis 3 Stunden. Und dann kommt noch die Qualität, irgendwie, dann will er noch das Ganze auch qualitativ noch aufbessern, also YouTube. Und dann muss ich es da nochmal bearbeiten. Das gelingt mir wahrscheinlich erst wieder Samstag früh. Und da kommt nämlich jetzt gleich der gute Übergang zum Thema. Wir wollen heute mal, wir haben überlegt, nicht nur heute, sondern insgesamt dem Ganzen ein bisschen andere Struktur zu geben. Mhm. Oder eine Struktur zu geben. mit wiederkehrenden Themen. Und ich meine, was machen wir? Du arbeitest, ich studiere und arbeite nebenbei. Aber wir haben beide tatsächlich jetzt ein Interessen. Gemeinsamkeit, nämlich Geschichte. Jetzt klang ich einmal, es ist langweilig, nein, aber du bist Geschichtslehrer und ich habe dieses Semester sehr viele Kurse, die mit Mediennutzung oder mit Kult, also mit Medienkultur in der jüngeren Geschichte zu tun haben. Geht auch ein bisschen was, also ein paar Jahrhunderten her. Und darüber können wir auch mal ein bisschen reden. Und ich verspreche, das ist spannender, als es jetzt erstmal klingen mag. Also zumindest interessant. Vor allem muss man wirklich gleich vorwegnehmen, dass Lukas und ich beide es irgendwie geschafft haben, dass wir ja damals im gleichen Leistungskurs gelandet sind. Geschichte-Leistungskurs beim Herrn F.
Ich weiß nicht, ob wir das datenrechtlich weiter nennen dürfen. Nein, ich würde Dann es nicht Herrn machen. F-Punkt. Herzlichen Dank, Herr F-Punkt. Ich wette, Sie sind einer unserer ersten und besten Zuschauer. Müssen wir auf jeden Fall noch Ja. akquirieren. R-Punkt, F-Punkt. Herr F-Punkt, mene bene. Meine Bene. Der Wegen diesem Mann bin ich Lehrer geworden. Überlegt das mal. Echt jetzt? Und der ist gerade eigentlich, als er uns unterrichtet hat, selber erst frisch Lehrer geworden. Das stimmt. Ja, Das wegen war diesem cool. Mann bin ich Lehrer geworden. Ach cool, Da Vornamen. war das erst für mich so ein Hirngespinst, was ich dachte, so, eigentlich ist es vielleicht doch nicht so ganz scheiße wie bisher alle anderen so. Der macht irgendwie das so, als Ja, guck mal, wir hatten einige gute würde man Lehrer. merken, dass er Spaß dran hat. Ja, das stimmt. Voll merkwürdig. Ja, vielleicht, der ist bestimmt inzwischen auch schon gebrochen. Ja, das sowieso, das sowieso. Safe. Ja, und heute gehen wir auch einer ganz, ganz spannenden Frage nach. Wer ist Nils? Wer ist Nils? Wer ist Nils? Wer ist Nils? Eine Wer ganz. ist Nils? Genau. Wird heute gelüftet. Simon, Prost. Prost. Ich sehe, auf deinem Krug springt das Stuttgarter Pferd. Wundervoll, wundervoll. Sage, für diese Stadt dürfen wir noch Werbung machen. Eine tolle Stadt. Dürfen ja wollen. Hey, du hattest was war das? Nicht war Ref, war Praktikumszeit in Also, Kannstadt. Das war doch voll toll. ich dachte, du meinst jetzt meinen Krug. Ich finde, Ach dafür ja, sollte man Werbung auf jeden Fall. machen. Ich versuch's mal. Man kann es gut So. lesen, auf jeden Fall, ja. Das erste Osweiler Volksfest, heißt inzwischen Musikfest, konnte leider coronamäßig nicht stattfinden, aber ich möchte bitten, alle unsere internationalen Zuschauer, vor allem all watching people from Uganda, Ruanda and the People's Republic of China, please come visit us in Oswald on the Musikfest. We have a lot of beer. Warum jetzt We genau don't have die? Luigi. That's Hab ich. good. Ja, schade. Ja. Für den mache ich jetzt keine Werbung mehr. Genau, soweit mit der Werbung. Genau, Themen. Wir waren stehen geblieben bei den Themen, bevor wir abschwiften, schwuften, Schwuften. abgeschwuften. Wir schwuften ab. Ja, um Heute das hast du mal. schwufst mal wieder. Ja, immer. Ach komm, das muss ich noch kurz dazwischen schieben. Mein lieber Mitbewohner, der Leo hat Der Schwufer. gestern Abend noch mich darum gebeten, was unglaublich süß war, dass ich mal Tanzen beibringe. Weil er meinte, das fehlt ihm noch. Gibst du jetzt Tanzkurse? Ja, also für eine Person, weil Corona-bedingt kann ich ja nicht. Ich würde auch wieder gerne tanzen. Nein, mal gucken, wir wollen mal. Wir tanzen ja sowieso immer gerne. Wenn wir abends ja noch rumsitzen und trinken. Dann läuft irgendwann mal Musik, auf die wir tanzen können, und dann passt das. Sehr Aber, schön. und er meinte, ich könnte so gut tanzen. Wollen die Leute mich Ja, verarschen? gebe Stimmt ich ihm das? recht, gebe ich ihm völlig recht. Klingt schon wieder wie ein Computer. Wenn das passiert, dann raste ich aus. Du klingst schon wieder wie ein Computer. Doch nicht sein. Ist denn etwa schon wieder dasselbe Oder Problem werde wie ich mit meinem gerade im Mitbewohner? Superchat verarscht? Ich weiß es nicht. Weiß es nicht. Bei mir kommst du tatsächlich auch mit leichten Störungen an, aber vorher auf der Probeaufnahme war es ja ganz nett. Hör mal zwischen rein. Ja, auf jeden Fall bitte mal kurz Feedback geben, ob wie die Aufnahmequalität, die Tonqualität bitte schön ist, damit wir das so Genau. schnellstmöglich fixen können. Ich möchte nicht wieder eine halbe Stunde dafür warten. Genau. Ich sehe schon, der Chat brennt schon richtig. Glüht. Drei Nachrichten innerhalb von 10 Sekunden. Okay. So, Freunde, jetzt wird's ernst. Ich habe einen Account erstellt, um hier zu kommentieren. Das finde ich großartig. Und Lukas, du klickst. Naja. Klinge nur naja, ich will aber nicht nur so naja klingen. Und mal kurz gefragt, Ja, gab's warum. denn nicht irgend so ein Lied vom Wendler oder irgendwie sowas? Naja. So Naja. ähnlich. Leicht plechern, sagt er. Das darf aber. Blechern. Guck mal, das haben wir doch. Wieso? Ich habe doch gerade eben eine Weiß ich nicht. Probeaufnahme gemacht. Leute, ich schwöre, ich habe eine Probeaufnahme gemacht.
Ich habe die mir angehört und da war alles in Ordnung. Vielleicht mag Twitch mich nicht. Das kann natürlich auch sein. Das könnte auch sein. So. Okay, Also alles wie immer, ja. Da geht man im Roque I. Recht. Es geht aber. Oder okay. Roque I. Roque, müsste ich sagen, könnte ich verstehen. Weil Que ist irgendwas Lateinisches. Mehr weiß ich aber nicht, dank 5 Jahren Latein. Ich kann das auch nicht übersetzen. Vielleicht hat er Rom falsch geschrieben. Rom, Que. Nee, ich glaube, das ist irgendein seltsamer Name. 5 müsste man doch auch wieder als V schreiben. Aber ich verstehe es nicht ganz. Dieser Name wird ihn nicht vor uns verbergen. Wir haben ihn schon längst durchschaut. Wir wissen, wer es ist. Ja, Leute, kurz Erklärung. Ich bin Nils. Das ist eine große Ankündigung, wie bei Iron Man. Das ist ja Tony Stark. Ich bin Iron Man. Aber. Schön. Bist du Nils? Ich bin Nils. Bist du Iron Nils? Das war doch mal ein besserer Spitzname als den ihr für mich habt. Wobei, er kommt eigentlich aufs Gleiche raus. ich bin Nils, mein zweiter Name, und ich habe mich hier in Marburg, als ich angefangen habe zu studieren, spaßeshalber mit meinem zweiten Namen vorgestellt, und die Leute, die mich hier kennengelernt haben, haben dann festgestellt, dass ich auch aussehe wie ein Nils, mehr wie ein Lukas. Und deswegen gibt es manchmal so absurde Situationen, wo sich Leute treffen, die mich unterschiedlich nennen. Ich wette, das ist für diese Leute noch absurder als für dich. Es ist weil du so, ja. Ja, ich weiß, wer gemeint ist. Nicht, dass über die gleiche Person gesprochen wird. Gab es viele tolle Momente anscheinend schon. Eine Kommilitonin hat sich auch mal gefragt, hey, wer ist eigentlich dieser Lukas in der Gruppe? Müssen wir nicht dem Nils noch Bescheid geben? Aber ja. Wir haben den Nils schon wieder ausgeschlossen. Das ist ein Arschloch. Deswegen habe ich mich aber auch dazu. Überall umbenannt und nenne jetzt ganz offiziell immer vor und also ersten und zweiten Namen, damit hoffentlich keine Verwirrung. Du stellst dich immer direkt mit allen Namen vor. Mit allen Namen, die ich habe, mit Spitznamen und überhaupt. Allen Spitznamen. Ja. Finde ich passend, ja. Ja. Und sämtlichen Assoziationen, die Menschen zu dir haben können. Ja. Deswegen. Hast du noch von damals diesen Bauernhofsausflug? Ich möchte mich nicht mehr daran erinnern, weil du unsinnigerweise angefangen hast, irgendwas zu erzählen. Ich weiß nicht mehr warum. Diese eine wunderbare Kuh? Ja. Kühe sind toll. Ja, wundervoll. Also wirklich, tolle Tiere. Die hatte so Augen. Das, ja. Weiter bitte. Ja. So himmelsblaue Augen. Ja. Wie Nils. Ich meine mich zu erinnern, dass ich eine Zeit lang immer mal wieder darauf zurückgekommen bin. Ja. Ja gut, ich meine, blaue Augen sind jetzt grundsätzlich erstmal nicht das Verkehrteste. Das mit einer Kuh zu assoziieren, ist halt schon ein bisschen traurig, aber wie gesagt, Kühe sind tolle Tiere. Das sind super Tiere. Ja. Hast du mal gesehen, wie eine Kuh aus dem Winterlager geholt wird und dann eben im Frühjahr frisch auf ihre Weide geführt wird? Nee. Und sie quasi die letzten 4-5 Monate im Stall gestanden ist? Und dann raus auf die Weide darf, auf das erste wirklich ein Dreivierteljahr mit ihrer Kuhherde da chillt und von niemandem belästigt wird, außer hin und wieder zum Melken und zum Futter geben. Ja, warte jetzt, was voll krasses passiert. Und diese Kuh rennt dann wirklich aus dem Stall los, die Straße hinunter, bis zur Weide, und die macht Luftsprünge. Hast du eine Kuh schon mal springen sehen? Ja. So eine Kuh, die einem irgendwie bis hier hinreicht oder sowas, ja, die springt einen halben Meter hoch, dieses Euter, was größer ist als irgendwie so 2 Medizinbälle, ja, schwingt gefährlich auf was weiß ich für Höhen in der Gegend rum. Die hätte es fast umgehauen. Ja, also, habe ich auch schon mal gesehen. Das war großartig. Und die freut sich vor so und springt deswegen so. Ja. Ich muss sagen, das hat mich sehr überrascht. Und ich muss, das war geil. Ja, das stimmt. Ich muss jetzt auch noch mal kurz fragen. Könnte mir vorstellen, das ist ein gutes Fleisch. Ja, definitiv. Mhm. Das dürfte deutlich besser sein. Quasi schon Milchshake. Ja, genau. Und diese Kuh, ich weiß nicht warum, du hast ihre blauen Augen gesehen, dich verliebt und hast ihm nicht gedacht. Fand ich auch sehr schön.
Ja, hauptsächlich, weil ich schon so einen ganz kleinen Ticken in dich verliebt bin, aber Eben. wer ist es nicht? Total normal, eben. Das ist eine Ja. normale Reaktion. Jo. So. Selbstbewusstsein hat er, ne? Welcher? Ich bin hier für. Hier, der Nils, der Lukas. Mhm. Ich bin hier für Geschichte, Leute. Schreibt jemand im Chat. Jemand. Für Geschichte. Wer Geschichte fragt, der soll Geschichte bekommen. Vielleicht, ja. Deswegen fangen wir am besten einfach an. Ich Wir versuche gehen trotzdem ein noch wenig zurück in der Zeit. ein bisschen meine Einstellungen zu retten. Ich weiß aber nicht wie und womit. Beten. Ja, ich könnte auch noch mal kurz unter den Schreibtisch klettern, am PC nachgucken, Da. aber das mache ich jetzt auch nicht. Bei deiner Expertise hilft Beten. Ja. So, Definitiv. also wir fangen an und zwar, jetzt haben wir Nummer 1 geklärt, ich bin Nils, voll spannend. Was wir nämlich, worüber wir beide reden können, das ist ziemlich witzig. Du hattest mal im Studium, ich glaube, dein Dozent hat sich drum gekümmert, ne? Das war irgendwie so ein Dozent, der das in Deutschland weit irgendwie nie, also machen nicht so viele, sich um die sogenannte kleine Eiszeit bemüht hat. Ja, War das nicht irgendwie. beziehungsweise da kümmert sich schon einige drum, aber hat sich aus einem besonderen Anlass darum gekümmert. Ach so, ja, ist heute mal wieder aktueller denn je. Was der ist halt. Ja, so Klimaveränderung. Ah, genau. Ja. Er hat sich nämlich gerade rein aus klimageschichtlichen Aspekten darum gekümmert, beziehungsweise kümmern wollen. Und wie es der Zufall so möchte, habe ich dieses Semester auch eine Veranstaltung, die nennt sich die kleine Eiszeit. Damit ist eine Phase in Europa gemeint, also halt europäische Sicht, eine Phase gemeint so zwischen dem 15. und 17. Jahrhundert ungefähr. Wo es ja vor allem in Europa spürbar kälter wurde und sozusagen ein paar Vegetationsgrenzen verschoben haben, weshalb dann natürlich einige kulturelle, gesellschaftliche Umwälzungen folgten aufgrund von diversen Problemen, Hungersnöten, natürlich nicht nur monokausal, ne, war generell eine umtriebige Zeit, aber auch aufgrund klimatischer Veränderungen. Und das habe ich dieses Semester und ich finde es irgendwie sau interessant und habe, ich freue mich, sagen wir mal vorsichtig gesagt, ich freue mich drauf, mal so ein Thema abzuarbeiten. Das ist bestimmt mal komplett rausgerissen aus seinem sonstigen Lehrplan, oder? So Ja, inhaltlich. tatsächlich. Also, weil es hat jetzt auch akut nichts mit Medien zu tun. Ist Das wundert mich ja. auch gerade ein bisschen. Bist Ja, du weil. tatsächlich richtig oder hast du dich im Vorlesungssaal geirrt? Nein, das ist Kunstgeschichte. Wir müssen Kunstgeschichten auch noch eine Ah, Vorlesung, geil. ein Proseminar. Spannend. Ja, die Vorlesung ist. Ich sag mal so, grundsätzlich ist es schon nicht ganz uninteressant. Aber wenn man halt immer alles mitschreiben muss, weil die Folien halt einfach nur Bilder sind und darüber wird irgendwann irgendwas gefragt in der Klausur, dann denkst du dir so richtig Bock hast, also Richtig. hast maximal Unbock auf diese Klausur. Das verstehe ich. Das könnte man ganz anders aufbereiten. Ja. Nee, aber das ist die Vorlesung, die ist jetzt nicht so wild, aber das Pro-Seminar über die kleine Eiszeit, da habe ich ein bisschen Bock drauf und ich werde schon in 2 Wochen, nein, oder? Ist es schon soweit? Nein, in 3 Wochen. Nee, Weihnachten ist noch nicht ganz. Nee, in 3 Wochen werde ich schon mal ein Referat daran halten. Thema ist das Entstehen der Börse in Amsterdam. Oh, Das ist ja, witzig, die weil auch kleine Eiszeit gefragt ist wurde, großartig. die Seminarleiterin hat selbst gemeint, ja, sie mögen sich jetzt fragen, was das mit der kleinen Eiszeit zu tun hat. Viel. Nichts. Nee, es ist tatsächlich, wenn man es irgendwie schafft, einen irgendwie mittelbaren Bezug herzustellen, dann ist das schon geholfen. Ansonsten geht es ja wirklich nur um die gesellschaftlichen, überwiegend kulturellen Veränderungen. Aber ich habe da ein Thema gefunden zur Börse. Und das ist ziemlich witzig, weil ich gerade darüber in Geo Epoche war es, glaube ich, wo ich mir was über die Niederlande gekauft habe, mal gelesen hatte. Und deswegen eh schon voll im Stoff bin. Und Der besondere Stoff. aber ich hatte schon den falschen Knopf gedrückt. Warum drücke ich heute den ganzen Zeit falsche Knöpfe? Ich weiß es nicht. Ja, wollen wir mal ganz kurz den geneigten Zuschauer näher bringen, wie es überhaupt zur kleinen Eiszeit kam. Ja, natürlich, ganz kurz, wenn du das weißt, hau raus. Ich habe genau weiß ich es nicht, weil da hätte ich recherchieren müssen und ich bin faul. Beschäftigt.
Es brach nämlich ein kleiner Vulkan irgendwo auf einer, ich nenne es mal Südseeinsel, irgendwie ist alles eine Südseeinsel, sobald es irgendwie im Süden von Pforzheim passiert, auf einer Insel. Vielleicht Pazifik. Mainau oder sowas ist irgendwo ein Vulkan ausgebrochen. Insel oder ein Mainau. bisschen weiter südlich. Der es geschafft hat, dass wahnsinnig viel Asche und Staub und was weiß ich aufgewirbelt wurde, in die Atmosphäre geschoben wurde, was zu einer ja, ziemlich dichten Atmosphäre geführt hat, was die Sonnenlicht daran gehindert hat, mit möglichst wenig Reflexion den Boden zu erreichen. Und weshalb insgesamt weltweit die Temperaturen ein Stück weit runtergehen. Das hat so circa 180 bis 200 Jahre gedauert, bis das Ganze sich wieder gesettelt hat und wieder wärmer geworden ist. Das heißt, das war eine klimatische Abkühlung, die so auch nicht menschengemacht war, die aber eine natürliche Klimaerwärmung, die zuvor stattgefunden hat, je unterbrochen und ja, die Effekte von dieser Klimaerwärmung umgewandelt hat. Ja, direkt vorher, also direkt vorher, in den paar hundert Jahren vorher, hat sich die Erde ist in natürlicher Weise so ein paar Grad erwärmt. Paar Grad spreche ich so von circa 1,5 Grad, Das ist nicht die das ist echt Definition von wenig. Paar. Bitte? Das ist nicht ganz die Definition von Paar. Wenn wir in 0,-Schritten rechnen, Okay. schon. Nehmen wir es Genau, so. das Ganze hat sich ein bisschen Angenommen. erwärmt, was dazu geführt hat, dass ja, die Anbaugrenzen im Agrar, wie sagt man da, in der Agrarwirtschaft, Generell sich in der deutlich Vegetation. verschoben haben. Beispielsweise in den gemäßigten Zonen kann man sagen, so pro Grad Celsius wärmere Temperatur bedeuten circa 100 Meter höhere Schneefallgrenzen und damit auch Anbaugrenzen. Man konnte quasi die Berge hoch besser anbauen. Das Ganze verschiebt sich natürlich auch nach Norden, wo es generell immer kälter ist. Weshalb es im 14. Jahrhundert schon mal ganz normal war, dass in einem Brandenburg, Berlin, ja, heimischen regionalen Wein gab. Jetzt kommt's nämlich. Die hatten Wein. Ja, die hatten Wein, das ist der Wahnsinn. Die hatten Wein. Das könnte man sich fast nicht vorstellen, wenn es nicht das heute gerade auch wieder so langsam geben würde. Und so die ersten Hipster auf die Idee kommen, so, wir bauen in Brandenburg Weine. Das Ja, gab's schon. Ja. deswegen dürfen sie es auch. Weil sonst dürftest du nämlich keinen Wein anbauen, wenn es nicht schon mal irgendwo historische Weinanbaugebiete gab. Zumindest in der EU. Echt? Ja. Die EU reglementiert einen Weinanbau. Und zwar Warum? musst du das, weiß ich nicht, keine Ahnung, habe ich mal gehört. Ich habe das vielleicht mal Habt ihr studiert. Angst, dass sonst nichts mehr anderes angebaut wird, weil die kennen ihre Ja, sonst glaube ich auch jeder Pappenheimer anbauen Lückenfüllung. würde. Aber auch witzig bei dem Weinanbau, tatsächlich ist die kleine Eiszeit wiederum aber umgekehrt dann wieder schuld gewesen, dass der deutsche Wein so in Verruf kam. Weil er einfach viel zu wenig Sonne bekommen hat. Die Trauben nicht komplett durchgereift sind und deswegen mussten die halt teilweise unreife Trauben lesen und haben die dann verarbeitet und deswegen war der deutsche Wein eine Weile lang richtig schlecht. Krebsauer. Schön gesagt. Ja, weil die Anbaugebiete gab es halt und du machst nicht von einem Jahr aufs nächste, reichst eine komplette Plantage wieder und machst dann, keine Ahnung, Bier. das, was man in Brandenburg inzwischen macht. Was gibt's denn da? Mais. Ich habe keine Ahnung. Kühe, Mais. Schreibt es in die Kommentare. Wer weiß, was in Brandenburg Genau. hauptsächlich angebaut wird, Ich bekommt. gebe Wir zu, müssen, oh, wir müssen anfangen, ich war zweimal in Geschenke zu verteilen. Brandenburg. Ich bin also Ist durchgefahren. nicht durchgefahren. Und ich muss sagen, das waren die langweiligsten Stunden meines Lebens, weil am Fenster einfach Nichts nichts zu passiert. sehen war. Jo. Es war alles flach und es gab einfach nichts. Ich habe nicht mal irgendwie irgendwelche, keine Ahnung, Einheimischen, irgendwelche Ausländer anzünden sehen oder irgendwie sowas.
Nicht mal mehr das. Nicht mal mehr das. Ja, wie in diesem einen Lied Alter. von, wie heißt der jetzt? Reinhard Grebe. Sehr gut. Ja, stimmt, da hat eine Hymne drauf gesungen. Ja. Brandenburg ist so leer, da stehen die Nazis auf dem Hügel und finden niemanden zu verprügeln. Genau, das ist poetisch Ja. und ein bisschen traurig, aber wahr. Absolut. Genau, ja, auf jeden Fall. Und da ist halt Oh, guck mal hier, wir haben eine kleine Antwort bekommen. Essenszeit, Ja, kam auf das dem Ganze Chat ist irgendwie Verlass und ich zustande. bin auch dafür, dass wir müssen Merch einführen. Jetzt könnten wir Ja, nämlich, Merch. wir könnten dem Wookie Monster sonst, wenn wir es irgendwie hätten, eine Tasse oder so schicken. Dafür, dass er gesagt hat, Getreide zu 50%. Das ist. Ja, ist auch Und was gegoogelt. ist die anderen 50%? Nazis? Sorry an alle Brandenburger da Wollte ich gerade draußen. sagen, das dürfen wir. Ich kenne euch nur aus dem Fernsehen und da kommt er nicht gut weg. Am Ende stellt sich heraus, dass die Brandenburger Kids auf Twitch oder sowas von gut vertreten sind und wir gerade uns einen riesen Kundenstamm abschneiden. Höchstwahrscheinlich. Ah, Wookie Monster meint zu den 58%, es wären Anderes. anderes Zeug. Genau. Jut. Und damit ist die Also Aussage alles, aber was auch nicht Getreide ist, ist anderes Zeug. zu 100% wahr. Ja, schön. Kokosplantagen. Was wird man tauschen? Wahrscheinlich. Kokospalmen, denke ich mal. Kokosblatt ist Geht bestimmt das? gerade wichtig. Ja. Avocados. Boah, bestimmt sind in Brandenburg ein Haufen Avocado und Kokosplantage für die Hipster aus Berlin. Ja, natürlich. Damit Regionaler Anbau. ihr Brauchen Zeug bekommt. wir. Ja. Nee, Brandenburg ja wahrscheinlich aber auch Viehweiden oder so. Keine Ahnung. Haben wir sowas noch? Oder halt große Schlachtbetriebe. Irgendwie sowas. Ja, auf jeden Ja, Fall wie das. kamen wir auf Brandenburg? Weil sich in Brandenburg deiner Aussage nach mal Wein anbauen ließ und dann jetzt nicht mehr. Ah, stimmt. Und jetzt aber bald Stimmt. wieder. Bald wieder. Oder Bald. schon. Oder wie auch immer. Oder immer noch, keine Ahnung. Ja, also gibt es Brandenburg? So gut kenne ich mich jetzt auch nicht aus, aber bestimmt. Ich meine, selbst in Marburg haben wir hier Wein. Gut, Marburger ihr seid aber Wein. auch hier direkt an, hier ist euer Bach. Ja, wir haben Warum? aber keine Sonne. Marburg fehlt uns einfach an Sonne. Also es war jetzt mal ein paar Tage sonnig, aber prompt die letzten 2, 3 Tage war es aber brutal neblig. Und Okay, das ist aber auch der so, Marburger das ist schon Wein der ist eher Sommer. so trocken. Ja, ich habe noch keinen Marburger Schön. Wein getrunken. Es gibt so am Schloss ein paar Hänge mit Wein, aber naja. Nee, aber das wird auf jeden Fall Naja, noch ich gebe zu, hoffentlich. ich habe demnächst auch einen italienischen Wein getrunken und Das haben wir alle ich glaube, mitbekommen, Simon. das stimmt, den habe ich dir gezeigt. Er gehört schon eher zu der trockenen Gattung und Italien ist ja das Land, das überhaupt von Sonne geküsst und von allen Naturkatastrophen getroffen wird, die es irgendwie in den letzten 3 Jahren gab oder 5 oder so, egal. Gab schon wieder Erdbeben oder so? Ja, bestimmt. Nee, was haben die da unten gemacht? Zick und Erdbeben, Erdrutsche, keine Ahnung, wahrscheinlich geht der nächste Vesuv hoch oder der Ätna oder Stromboli hoch. Wie kommt man auf die Idee, so ein gefährliches Ding wie ein Vulkan Stromboli zu nennen? Ja, Bei vielleicht. Stromboli denke ich doch immer, das ist irgendwie ein Strampelanzug von einem Kind. Ja, vielleicht Das betonst ist du für es mich falsch. irgendwie Vielleicht gefährlich. musst du das, keine Ahnung, musst du das einfach härter aussprechen. Gefährlicher. Stromboli. Stromboli. Punkt. Und dann denkst du, halt, hui, der Stromboli geht hoch. Nein, klingt noch nicht cool. Warte kurz. Der. Also, Vesuv oder no. Wir bräuchten Oh, jetzt den Stimmen von. Stromboli. Wir bräuchten den Stimmenverzerrer. Das wäre richtig witzig. Ich Das ist auf jeden Fall auch noch ein. sag mal, Marc darauf anspricht. Ja. Unser Techniker. Wir brauchen erstmal, genau, wir werden einen Techniker einstellen, der mein Lukas Mikro braucht einen repariert. Techniker, damit es nicht mehr so klingt wie der Blechmann aus der Zauberung von Ost. Ja, das ist ganz unangenehm. Vor allem, wie gesagt, ich habe es doch gerade eben noch getestet. Okay. Na gut. Ja, aber das wird auf jeden Oh, Fall die ja. kommenden Wochen und Monate, so lange ist das Wintersemester gefühlt nicht mehr, noch ein Thema und ich werde vielleicht hin und wieder mal so ein bisschen was referieren, so ganz kurz. Hey, da bin ich gespannt. Warte mal so, ja, mal gucken, wenn ich entscheide, ob es so spannend ist oder nicht.
Was schon ziemlich witzig ist, weil ich viel mehr Geschichte spannend finde als andere Menschen, aber egal. Ist mein Podcast, ich kann machen, was ich will. So, wenn ihr einen anderen hören wollt, haltet Bleib nicht trotzdem unbedingt auch hier. bei euch wirklich. Oh, ich hau dich ab. Ja, aber komm, anderes Seminar, was auch noch ganz. Wobei, das klingt, wir rutschen jetzt gleich mal wieder so in NTV-Schiene ab. Hitlers Propagandamaschine. Nein, eigentlich heißt das Seminar. Ich weiß gar Stimmt, nicht, wir wie. sind ja auch schon fast 9 Uhr, also jetzt wird es wirklich Hitlerzeit. Ich weiß noch nicht ganz genau, ich muss gucken, wie das Seminar eigentlich vollständig heißt. Wir nennen es halt einfach abverkürzt Unterhaltung im Dritten Reich. Es geht, glaube Deswegen ich, um. schließen auch Wahllokale abends, kurz vor der Hitlerzeit. Wenn die Leute wieder alle rechtzeitig zur Hitler-Doku da sind, damit Hitlers Geheimwaffen und geheime Städte und geheime Ja. UFO-Projekte Und nicht, beobachten dass er kann. irgendwie, nachdem sie Hitlers Geheimbasis auf dem Mond irgendwie sich angeschaut haben, danach auf die Idee kommen, so, ey, das klingt voll cool, Kreuz. Das ist alles. Die sind noch, stecken alle unter einer Decke. Die Medien, die Politik, Alle. alle. So, wir müssen aufpassen, nachher War werden wir schon noch vorbei, Hitler. beobachtet. Genau, es geht also um die Filmproduktion im Dritten Reich. Also haben wir ja sogar mal wieder medialen Bezug. Und das ist schon ein bisschen interessanter, was du da so hörst. Also im Prinzip, eigentlich das meiste weiß man im Prinzip ja schon, weil ich meine, das ist ja ein Thema, das in der Schule kennt jeder, bis zum Erbrechen durchgekaut wird. Oder? Kommt Schon. drauf an, welche Schule. Also ich glaube, die meisten Leute wissen einfach am meisten über das Dritte Reich. Und die jüngere Liegt aber auch Zeitgeschichte wird ja daran, schon weil das immer Gedächtnis schwächer, ne? selektiv Also, ist und sich hauptsächlich das merkt, was in den letzten Schuljahren war und nicht, was am Anfang ist. So. Was weißt du noch von der Steinzeit, was du damals im Unterricht hattest? aber da hatten wir auch nicht viel. Die ist ja hart unterrepräsentiert. Dann, aber ich meine, die ganze Neuzeit ist irgendwie nicht wirklich da, außer also im Deutschunterricht machst du halt die ganzen Ja. Schreiberlinge durch. Und Kunst, Aufpassen, aber. Definition Neuzeit. Ja, du Also. weißt hier von 1500 bis 1900, sag ich jetzt mal. Das ist ja jetzt nicht. Also ich Ich finde finde im mal. Endeffekt, weißt du, was am allerunterpräsentiertesten überhaupt ist? Die Zeit, die letzten 30 Jahre Ja, klar, ja. zwischen Mauerfall Wendezeit. und heute. Irgendwie habe ich so das Gefühl, in ganz Deutschland hört Geschichtsunterricht mit dem Mauerfall auf. Was Genau, danach passiert? Ich persönlich habe nichts irgendwo in der Schule über was in den 90er Jahren, was in Südosteuropa passiert ist. aber Der komplette hallo. Kosovo-Krieg. Wir sind in den So. 90ern groß geworden, das heißt, das war noch nicht mal mehr Geschichte. So, wir sind da groß geworden, wir waren da Kinder. Das Problem ist, als Kind kriegst du nichts mit. Und jetzt lebe ich mit vielen Menschen zusammen, die davon persönlich so arg beeinflusst sind. Meine Schüler heutzutage, da sitzen Kinder drin, die ganz stolz behaupten, oder die nicht behaupten, die ganz stolz darauf sind, dass sie aus dem Kosovo kommen, aus dem Land Kosovo, was es jetzt seit 2008 gibt. Und die wissen irgendwie, da gab es Krieg. Mehr wissen die selber nicht. Und fragen dann, Herr Lehrer, können Sie mal darüber was sagen? Ich habe gesagt, mein komplettes Studium, ich hatte keine Möglichkeit, irgendwas darüber zu lernen. Also außer Eigenstudium. So. Aber Eigenstudium ist ja meistens auch nur relativ begrenzt, weil du so viel Zeit hast, nicht wenn du richtig nebenher studierst. So. Gibt es irgendeine Möglichkeit, die Schüler zu beschäftigen für 5 Minuten, während du googelst? So, Lehrer, was ist da passiert? Ja, Moment, bis da ich sag's gleich. Was gibt's im Anschluss an die Du hast dein Werbung? Blatt fallen lassen. Ey, das war ich nicht. Doch, jetzt streit mit dem, wer das Blatt aufheben muss. Das dauert Genau. 10 Minuten locker. Immer. Ich sehe schon, Buri du hast. Monster meint Ja, genau, übrigens, das wollte ich auch noch sagen. Französische an des Revolution. Monsters Schule war das Französische Revolution das dominierende Thema. Stimmt, die hatten wir auch lange. Revolution frisst ihre Kinder und so. Das Das war so Gesamte. müde. Beziehungsweise, was auch nie so richtig rüberkam, waren dann so Sachen, dass während der Französischen Revolution so Sachen gemacht wurden wie der letzte Krieg, den die Schweiz jemals gesehen hat.
Ich finde aber auch, ja, das stimmt. Glaubenskriege. Ja, und wir haben ja immer nur ein sehr eurozentristisches Weltbild. Ich meine, die restliche Stimmt, Welt. deswegen kommt nichts über die Schweiz. Ich meine, die restliche Welt stand ja nicht still in der Zeit. Die Sache ist die, und das ist halt, das müssen wir jetzt auch noch besser Restliche hinkriegen. Welt. Fürs nächste Mal, Hausaufgabe fürs nächste Du Mal, meinst Geschichte. Kolonie. Ja, auch hier neulich mal einen Artikel gelesen. Also erstmal Hausaufgabe fürs nächste Mal. Wir müssen Geschichte besser präsentieren als in der Schule. Das ist schwierig. Und zweitens wollte ich noch gerade sagen, es gibt, habe einen Artikel darüber gelesen, dass jetzt in afrikanischen Staaten und in den ganzen ehemaligen Kolonien so ein bisschen ein Empowerment stattfindet, dass man tatsächlich afrikanische Geschichte lehrt und nicht nur Kolonialgeschichte. Weil die meisten Schulbücher in Afrika sind tatsächlich Bücher von Weißen geschrieben oder halt von europäischen Verlagen, von den Kolonialherren noch. Und die Geschichte von Afrika beginnt halt für die mit Zeitpunkt der Kolonisierung. Diese Region. Und das war auch so ein Ding, ne? Also wir erfahren nichts davon und selbst die Afrikaner selbst erfahren davon unglaublich wenig. Da gibt es jetzt inzwischen einige Initiativen und neue Schulbücher, aber ey, das vergisst man auch immer. Das Ding ist, da musst du halt auch echt viel Vorarbeit, also Es gibt halt. kurz Input wissen, wie ein Schulbuch entsteht. Es müssen Themen entschieden werden. Diese Themen müssen irgendwie mit einem möglichen Bildungsplan abgeglichen werden, zumindest in Deutschland. Die Bücher müssen durch zig Hände, um die so lehrerfreundlich wie möglich zu machen, weil eine Schule sucht Lehrerfreundlich. seine Bücher danach aus, wie Ich gut dachte die Lehrer damit schülerfreundlich. arbeiten können. Okay. Weshalb es, zumindest war es so bei meinen letzten drei Schulen, es war immer das gleiche Deutschbuch. Es gibt zig Schulbuchverlage. Ich habe immer mit dem gleichen Deutschbuch gearbeitet, weil das aktuell, für diese drei Schulen zumindest, das userfreundlichste ist. Ich persönlich muss ich sagen, passt auch für mich. Aber ich nutze halt auch die Informationen von anderen, aber trotzdem. Allein diese Arbeit und bis dann noch Inhalte reinkommen, sind 5, 6, 7 Jahre. Zusätzlich kommt der Punkt, es müssen Inhalte geschaffen werden. Beim normalen Schulbuch, okay, ich copy und paste, was ich eh schon habe, schreibe es vielleicht ein bisschen um. So, Geschichte. Schulbuch hatten wir gerade, das ändert sich nicht. Also ich muss spätestens 1990 aufhören. Neuer darf ich nicht werden. Wenn du Glück hast, kommen vielleicht ein paar neuere Erkenntnisse mit rein. Keine Ahnung. Wir haben plötzlich ein heliozentrisches Weltbild oder so. Weil das irgendjemand plötzlich entdeckt hat oder so. Keine Ahnung. Dann muss ich halt das abändern, aber das ist ein Nebensatz. Aber es muss halt einfach vor allem viel Forschung vorher passieren. Und die muss so weit Mainstream werden, dass sie in Schulbücher reinkommt. Jetzt schaut ihr diese afrikanischen Länder an, die als frühere Kolonialstaaten eben besetzt waren. Manche Kolonien hatten kein Schriftsystem vorher. Das heißt, was über deine Geschichte da ist, ist sehr, sehr schwierig oder aufzutreiben. Also das ist im Endeffekt dann quasi schon fast Archäologie, oder es ist Archäologie, was da stattfinden muss. Der nächste Punkt ist, diejenigen, die das hatten, in irgendeiner Weise ein Aufschreiben von irgendwelchen Erkenntnissen oder, keine Ahnung, Steuern oder sonstiges. Steuern sind eigentlich immer das geilste geschichtliche Thema. Das wurde teilweise einfach so massiv von den Kolonialherren vernichtet, weil sie es für unwichtig geachtet haben. Wenn wir uns anschauen, was in Südamerika passiert ist oder Mittelamerika, da wurden einfach komplette Völker ausgerottet und alles, was da war, wurde zerstört. So, wir wissen teilweise nicht mal mehr, wie viele Sprachen die gesprochen haben. Gleichzeitig. Es ist der übertriebene Wahnsinn, wie viel Wissen da verloren gegangen ist in dieser Zeit, weil die es damals für nicht wichtig erachtet haben, etwas zu erhalten. Das ist halt wirklich So, und das ein muss Verbrechen gerade gewesen. eigentlich massiv stattfinden. Irgendwie eine Aufarbeitung oder ein Erfahren von Wissen aus dieser früheren Zeit.
Und das muss dann wiederum in Schulbücher, also. Und wenn die sich vor, keine Ahnung, ich schätze mal so 40, 50 Jahre, kamen vielleicht die ersten auf die Idee, es ist wichtig, dass wir das mal aufklären. So, mit, so langsam ein paar Jahre oder ein paar Jahrzehnte nach Ende der Kolonien, dann ist es nicht verwunderlich, dass es so langsam erst passiert, dass es in die Schulbücher kommt. Ja, stimmt, habe ich auch nicht drüber nachgedacht. Ne? Du siehst halt so als Schüler vor allem ein Schulbuch und denkst dir, okay, was ein Kack. Aber das muss man ja erstmal davor auch alles sortieren. Weil ich erinnere mich noch an, erinnerst du dich noch an unser Schulbuch, Geschichtsbuch? Das fand ich ja mal. Dieses unglaublich fette Ding, was nach Staub schon gerochen hat. Ja. Ja, Und das war genau. ja so ein richtiger unästhetischer Klotz. Mit so einem So. richtig dicken Einband und so schön schwer ist. Das ist nicht unser aktuelles, aber also das, was wir damals hatten. Oh, das sieht aber fancy aus. Jetzt. Ja, das nutzt nur keiner. Okay. Weil, Was ist zu darf ich dir cool? verraten, warum das niemand nutzt? Das ist für Klasse 5, 6. Ich schlag mal Und Seite 23 auf, du unterrichtest wo ein keine bisschen Klasse. was drüber steht, wie Archäologen überhaupt arbeiten. Warum schicken wir nicht einfach was ist was Bücher in die Schulen? Warte mal, ich zoome noch näher ran. Ja, aber es wird unscharf. Ihr könnt es nicht erkennen. Also ich kann es nicht erkennen. Doch. Ja, ich glaube, man kann es nicht erkennen. Es ist auch relativ unwichtig. Das ist Buch von Cornelsen: Menschen, Zeiten und Räume, differenzierende Ausgabe Bad Württemberg über Geschichte. Kann man Wenn du hier hier noch so eine kürzer Seite gestalten? siehst, das ist fast ein DIN A4-Format. Ein Drittel ungefähr ist Text. Und jetzt schau dir mal an, wie groß der Text ist. Schüler in Ja. der 5. Klasse Scheiße, stimmt, fünfte. Ich sind war gerade, fast, das war die bei uns werden auch so, erschlagen stimmt. davon. Die Ja. können nicht so kleine Texte lesen. Das ist wirklich irre. Und wenn da so viel Text hintereinander steht. Deswegen kenne ich keine Schule, die das nutzt. Bitte schreibt in die Kommentare, wenn ihr was anderes seht oder belehrt mich irgendwo. Ich kenne das in den Lehrerbibliotheken, ja, weil hier ist auch geiles Zeug drin, aber nicht im Klassensatz angelegt. Kennst du den YouTube-Kanal Mr. Wissen to Go? Ja, habe ich auch schon ein paar Sachen mal geschaut. Der macht die Geschichte. Und ich finde es immer Ja. lustig, ich lese mir gerne mal die Kommentare drunter durch. Wenn ich so ein Buch sehe, wundert es mich nicht. Die schreiben dann immer, ja, so macht Geschichte für Spaß oder ist zumindest verständlich. Hätten mal meine Lehrer das so gemacht, wie du das machst. Und ich muss aber auch jedes Mal, wenn ich diese Videos sehe, denken, ja, warum? Was ist eigentlich der Unterschied? Warum ist. Sekunde, ich tauche kurz ab. Ja, gönn Tauche mal dir. auf. Warum, ich meine, ist das irgendwie das System? Ist es deswegen, weil es halt doch irgendwie tiefer gehen muss? Oder warum gelingt es einem Großteil der Lehrer, es gibt immer auch Lehrer, die es richtig gut machen, einem Großteil der Lehrer nicht, Wissen so zu vermitteln, wie es ein YouTube-Video könnte? Und das meine ich jetzt ganz ernst. Also ich meine, ich habe auch manche Sachen, also man kann auch manche Jura-Sachen bei YouTube besser lernen, als also wenn man sich selbst bei, man kann quasi heutzutage alles bei YouTube lernen. Meine Ja. Frage, warum ist das da viel einfacher als in einer schulischen Atmosphäre von einem ausgebildeten Pädagogen? Ich kann da keine allumfassende Antwort geben, weil ich glaube, da sind wahnsinnig viele Faktoren, die mit reinspielen. Das Erste, was mir einfällt, ist, wenn du Mr. Wissen to Go schaust, nimmst du dir bewusst die Zeit, hast aktuell Interesse auf ein Thema bei ihm. Und möchtest du es schauen und möchtest etwas darüber erfahren? In der Schule sitzt du 6, 8, 10 Stunden rum und du sitzt permanent so, bekommst die ganze Zeit Input aus unterschiedlichsten Fachbereichen. Manche Sachen interessieren dich voll, manche findest du echt öde, manchmal findest du echt wichtig, was der Nachbar sagt und das ist ja auch in Ordnung. Der erzählt ja auch mal was Cooles. Oder was Spannendes oder was Witziges. Manchmal interessiert dich vielleicht das, was daheim passiert. Dann bist du schon nicht mehr so aufnahmefähig und kannst nicht mehr so viel mitnehmen. Ein Lehrer auf der anderen Seite hat natürlich auch seine 10 Stunden Arbeit. Ich frage mich, ob irgendjemand in seinem Job 10 Stunden gleichbleibend gut arbeiten kann oder ob es ein paar Stunden gibt, wo er gut ist und in dem Rest ist es so Durchschnitt. Ja. Ist halt meistens so ist. Das heißt, wenn du Pech hast und deine Stunde ist irgendwie, keine Ahnung, kurz vor Mittagessen und du hast halt immer Geschichte, dienstags, 6. Stunde, kurz vor Mittagessen, das ist auch die Zeit, wo der Lehrer kurz vor Mittagessen ist, da hat er auch keinen Bock. Das sage ich ganz frei raus. Das betrifft jetzt
ich spreche jetzt nur mal von mir. Es gibt Kollegen, bei denen ist es besser. Aber sechste Stunde finde ich immer so, manchmal schwierig. Für mich ist es auch die sechste Stunde. Hast du in dem Zusammenhang? Ich muss mal kurz unterbrechen. Ich habe 30 Kinder von mir. Aktuell, ich habe 30 Kinder. Situation. Ich habe unter 20 Schüler aktuell, so, ja, okay. Hochklasse. aber wenn wir uns so eine normale Gymnasialklasse anschauen, eine Realschulklasse, die haben 30 Schüler pro Klasse. Einer davon hat keinen Bock auf das. Vielleicht auch zwei. Wir übertreiben es nicht und sagen, es ist eine Problemklasse und es gibt drei Leute, die es haben. Wenn du Glück hast, bohren die in der Nase. Oder malen irgendwas. Wenn du Pech hast, trommeln die auf den Tisch rum. Werfen irgendwelche Leute ab, stehen auf, spazieren unter Gegend rum. Das lenkt dich als Schüler ab, beziehungsweise halt auf dem Stream bist du da. Das lenkt dich als Schüler ab, weil dein anderer da irgendwie gerade dir eine Papierkugel in den Kopf geworfen hat. Das nervt mich als Lehrer, bringt Unruhe rein und du kommst null voran mit einem Thema. Und dann kommt zusätzlich noch die technische Ausrüstung von der Schule. Plus, wie viel Zeit ein Lehrer davor reinstecken konnte. Du hast am Anfang des Streams selber gesagt, wie viel Zeit es kostet, aus einem aufgenommen, gestreamten Video ein bisschen komprimierteres, geschnittenes Video zu machen, das du hochlädst. Mr. Wissen to Go steckt da wahnsinnig viel Zeit, wahrscheinlich hat er seine eigenen Cutter, ja, ich mal stark von aus, so groß wie der inzwischen ist, ja. Die sich nur darum kümmern, dass das Ganze kurz gehalten wird. Ein Lehrer mit einem vollen Deputat, also mit einer Stundenzahl, unterrichtet 26 Stunden pro Woche. Schulstunden. Auf diese 26 Schulstunden pro Woche muss man Vorbereitungszeit rechnen. Wenn man es richtig macht, brauchen wir wahrscheinlich so mit toll selbstgestalteten Arbeitsmaterialien, vielleicht neuen Zugängen, sich eine Idee überlegen, wie ich die ganze Klasse packe und weiterbringe und was weiß ich auf dem Thema. Vielleicht eine Stunde, vielleicht zwei Stunden Vorbereitungszeit. Dann wären wir bei über 60 Stunden Arbeit pro Woche. Das machst du nicht jede Woche. Das machst du auch nicht für jedes Fach. Da hast du selber keine Lust drauf. Ich kann eine Stunde innerhalb von einer Viertelstunde vorbereiten. Damit rechne ich auch die Kopierzeit ein. Mhm. Oh, kopieren. So. Das Lehrers liebster Sport. Genau. Dann noch Schlange am Kopierraum. Es gibt einiges, was verhindert, dass das, was ein beispielsweise ein YouTube-Video von Mr. Wissen to Go, der echt geilen Shit macht, also ich gucke da auch immer wieder gerne mal rein, oder von irgendeinem anderen YouTuber oder von auf irgendeiner anderen Videoplattform, warum da Inhalte geil vermittelt werden können, die so nicht in der Schule vermittelt werden können. Auf die gleiche Art und Weise. Ich habe bestimmt ein paar Faktoren vergessen. So. Ja, okay, aber. Außerdem, bei Mr. Wissen to Go ist nur eine bestimmte Art von Lernen gefragt. Nämlich das rein rezipierende Lernen. Du kannst dem nur zuschauen. Du kannst es nebenbei machen. Du kannst dir die Sachen, wenn es gut läuft und du dir wirklich die Zeit genommen hast und du dich konzentrieren kannst auf den Inhalt gerade, kannst du das merken, weil du es zugehört hast und vielleicht ein paar Sachen gesehen hast. Motorisches Lernen ist quasi nicht dabei. Du schreibst nicht dabei. Du gehst im Normalfall auch nicht kritisch damit um. Du suchst dich weitere Sachen. Sondern lässt dich einfach berieseln. In der Schule, klar, lässt dich auch berieseln, aber mittendrin hast du eigene Arbeitsphasen. Du musst selbstständig irgendwas erarbeiten, musst dich mit, keine Ahnung, Gemälden aus irgendeiner Zeit auseinandersetzen, musst dich mit Texten und Quellen auseinandersetzen, die selber lesen, deine eigenen Schlüsse draus ziehen, musst eventuell mit anderen Leuten drüber sprechen. Du wirst zum, in Light-Version natürlich, zum Historiker. Das ist quasi, was ein Historiker macht, bloß halt ganz, ganz klein und leicht. Bei YouTube bist du zum Fernsehzuschauer. Du schaust eine NTV-Dokumentation. Ja, aber reicht das nicht? Ist meine Frage ist, warum musst du den Kindern dieses Wissen
so nachhaltig einprügeln. Gerade bei Geschichte, die jetzt nicht diesen Stellenwert hat, dass man sagt, daraus müssen wir jetzt lernen. Also eine geschichtliche Epoche, keine Ahnung, die Bundkriege der Schweizer, nett zu hören, aber das brauchst du ja nicht. Ja, das ist Nee, nur absolut nicht. so ein Ding, wo du sagst, ey, kann mal ganz interessant sein, ist ganz witzig, wie die sich gegenseitig die Köpfe eingeschlagen haben. Aber deswegen, da denke ich mal, das ist ja so Wissen, das du nicht lernen musst. Ist einfach nur, hörst dir an und gut ist. Genau. Und da könnte man Ja, das es schon ist eher Wissen, was machen. du nicht brauchst. Dann würde ich Richtig. einfach sagen, Das da kann man heißt. doch mehr Rezipientenlernen machen. Du hörst den mal an, dann hast du mal gehört, dann weißt du, dass es gibt. Ganz Weißt du, interessiert, machst du warum weiter. du sprichst gerade aus der Situation heraus? Du hast diesen ganzen Schulkanon hinter dir. Das heißt, du hast 13 Jahre Schulbildung genossen oder genießen dürfen. Hast da einen Haufen Shit über irgendwas gelernt. Und Bündniskriege. Ich weiß nicht mal, was du gerade gesagt hast. So, Das war vielleicht deine lustigerweise Ansage. ein Video, was ich neulich von Eidgenossen, ihm gesehen habe, deswegen. Schweizerschule, ja. Irgendwelche Nicht-Europäer halt. Nicht EUler. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis wir einen Schweckset machen oder so. Und den machen wir. So, da müssen die Luftballons ranmachen und davon Aber da leben. könntest du politisch einfach einige offene Türen einrennen, wenn man dich mal von dieser Steueroase wegkommen. Nee. Schule ist nur teilweise für die Vermittlung von Inhalten da. Ja, das stimmt. Viele, 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 viele Sachen, die du in der Schule machst und lernst. Ey, ich habe keine Ahnung mehr, was wir überhaupt in 2 Jahren Oberstufe in Mathe gemacht haben. Ich weiß es schlichtweg nicht. Ja, aber das liegt an uns. Genau. Ja, definitiv Das ist einfach nur noch unsere Oberstufe, Schuld. das ist quasi für diejenigen, die irgendwie was damit anfangen können, einen Übergang zu schaffen zum Studium. Das ist quasi ein bisschen Grundwissen, was du in einem Studium brauchen möchtest, wenn du es in die Richtung machen möchtest. Für was anderes brauchst du eine Oberstufe nicht. Aber was du in der Unter- und Mittelstufe machst, ist nichts anderes als lernen, lernen. Ja, aber nicht mehr mal das Ey, tut man doch. bitte? Nicht mal mehr das tut man doch. Als würdest du nach der Mittelstufe wirklich wissen, wie man lernt. Nee, weil es gibt keine Zeit für Reflexion. Ab dem Punkt, ab dem du das reflektieren kannst, dann geht's los. Aber was ich vermittle, ist die Möglichkeit, das Lernen überhaupt kennenzulernen, was für Facetten es gibt. Dass man das Ganze reflektiert, das passiert in den wenigsten Schulen. Deswegen bin ich gerne selber Lehrer an der Gemeinschaftsschule. Aber uns ist Reflexion ziemlich wichtig, und zwar Reflexion von der Schülerseite. Ich hoffe, dass es so langsam auch immer weiter in andere Schulen mit reintrifft. Aber ich sage ganz offen zu meinen Schülern: Hey, ich prüfe irgendeine Arbeit dann nachher ab. Bei uns heißt Lernarbeit. Die und die sind diese Inhalte. In einem Fach wie Englisch ist es klar, ich vermittle eine Sprache. In einem Fach wie Geschichte ist es, ich möchte, dass du lernst, wie man geschichtlich arbeitet. Und das an verschiedenen Themen. Aber ist Ob das sie auch was von diesem wichtig? Thema mitnehmen nachher, aber dass sie verstehen, wie Geschichte funktioniert. Ja, doch, das ist wichtig. Dass man darüber nachdenken kann, damit man weiß, Man kein Querdenker wird. wie die heutige Situation entstanden ist. Das ist meiner Meinung nach ziemlich wichtig und auch zu verstehen, warum beispielsweise eine Nation tickt, wie sie tickt. Das ist, Ja, ja, das das ist stimmt. Beschäftigung mit der vergangenen Zeit. Du weißt ja, ich habe nämlich, wo wir nämlich darüber reden, wie Schule funktionieren könnte. Ich bin vom Thema abgewichen, aber ich finde das tatsächlich interessant, weil ich habe darüber mal, und ich weiß, dass du den nicht so magst, aber weil der für dich krude Theorien spinnt, aber für einen Nichtlehrer, ich höre unglaublich gern bei sowas, dem, wie heißt der, Richard David Precht zu, der sich mit Leidenschaft, im Philosoph, mit Leidenschaft dem Thema Bildung in Deutschland widmet. Ich habe dir das schon mal erzählt und du hast nur gemeint, du warst, glaube ich, nicht so begeistert davon, dass der sozusagen ungefiltert seine Nicht-Lehrersicht in die Welt hinaus posaunen darf als verkopfter Philosoph. Bin
Wiederhol mal für die Zuschauer bitte, worum es da ging, weil ich erinnere mich gerade selber auch kaum noch. Es war tatsächlich ein, der hat ein Sendeformat, glaube ich, und das weiß ich, ob ich das online gesehen habe oder auf dem Fernseher. Der unterhält sich halt mit Experten oder anderen Philosophen und referiert stündlich irgendwie so ein Thema. Und ganz gerne, und bei dem, wo ich reingeschaut habe, war halt das Bildungssystem, wie Schüler zu lernen haben oder worauf Schüler vorbereitet werden sollen und welche Kompetenzen an den Schulen eigentlich gelehrt werden sollten und wie das gesamte System Schule bei uns eigentlich in die falsche Richtung läuft, weil wir noch immer dieses preußische Schulverständnis haben. Und das fand ich schon ganz interessant, es klang ziemlich gut und ich weiß jetzt aber nicht mehr im Detail genau, was jetzt so seine Forderungen waren. Ich weiß nur, ich habe dir das damals erzählt, das ist auch ein Jahr her, das ist nicht so lange her. Und du hast etwas die Augenbraue hochgezogen und warst so halb begeistert. Also du hast es, glaube ich, nicht komplett abgeschmettert, aber so in die Richtung gehen, der macht sich auch zu einfach als Nichtlehrer. Er betrachtet das natürlich aus Elternperspektive, ne? Er erzählt halt, wie es seinem Kind passiert. Und dann ja, gut, okay. Ja, das ist halt ein Thema. Bildung ist ein Thema, da können, dürfen, sollen viele immer mitreden. Jeder war an der Schule und kann das aus der Schülersicht beurteilen. Aber die wenigsten erinnern sich dran. Die meisten Menschen sind Eltern und können das aus Elternsicht beurteilen. Aber nicht alle Menschen sind Lehrer oder Pädagogen oder Leute, die das Thema so Bildung professionell behandeln. Und deswegen, ja, man kann immer aus der einen Perspektive sagen. Ich kann auch sagen, so, warum schafft ein Arzt es nach einer 8-Stunden-OP nicht, dass er seinen Tupfer nicht in der Wunde vergisst und danach dieser Tupfer löst dann irgendeinen Infekt oder eine Entzündung aus, die nachher die Person hinrafft. Warum passiert sowas? Da sagt mir jeder ganz klar, ja, der hat fucking 8 Stunden gearbeitet, das ist ein hochanstrengender Job. Man spricht dieser Person eine Profession zu, was völlig zu Recht ist. Ich kann es nur aus Patientensicht sehen. Und so können die meisten Bildungen eben auch nur aus Schüler-, vielleicht Elternsicht sehen. Und ja, ich möchte damit niemanden absprechen, der Diskussion teilzunehmen. Aber ich möchte auch ein Verständnis für die Diskussion haben. Ich weiß noch, deshalb war das mal erste, was mich damals an dieser Diskussion zum. Wie ist dieser Typ? Richard David? Precht, mit P. Helmut, Precht, Precht. Keine Ahnung. Den kennt man. Einigermaßen kann man den kennen, muss man nicht, aber. Gestört haben. Ja, einer, der noch eher durch die Medienlandschaft geistert. Der hat irgendwie jede Woche irgendwie einen Ratgeber raus, der in der Spiegel-Bestsellerliste ist. Richtig, das ist halt. Deswegen meine ich, man kann ihn kennen, weil das so einer ist, der sein Gesicht auch überall reinhält. Ja. Mein großes Vorbild. Aber ich habe nicht, ich habe eine Meinung. oder dieser Avocado-Mensch. Avocado? Ach, der. Mhm. Der Avocado-Mensch, der da gerade irgendwie, keine Ahnung, Frau Bundeskanzlerin Merkel auf Satans Thron oder irgendwie sowas setzen will. Das ist halt so ein Ding, ne? Wenn Bildung funktionieren würde, hätten wir solche Menschen nicht. Genau. Das ist das Problem. Deswegen offenkundig würde das deutsche System funktionieren und nicht nur eine Farce sein, die irgendwie auf eine nicht bestehende Verfassung beruft und wir alle nicht das Personal dieses Landes wären oder dieses Staates wären, dann würde es nicht diesen Avocado-Guru da geben, der gerade irgendwie auf Telegram sein Unwesen treibt. Nein, ich meinte tatsächlich eher, dass der Typ dass der einfach keinen Erfolg hätte, wenn die Leute so nachdenken könnten, wie du es ihnen als Lehrer beigebracht haben hättest würden. So von Frau, wie Frau B. Welches Level des Konjunktiv war das gerade? So wie Frau B. mir offensichtlich nicht die deutsche Sprache vermitteln können. Obwohl sie sehr dahinter war. Wir hatten einen witzigen Lehrer. Mir ist auch aufgefallen, als du vorhin gesagt hast, dass Frau die Kinder. B. dass die Kinder. Frau sich B., vielen Dank, dass Sie zuschauen. Ich muss sagen, wenn ich es jetzt zurückdenke, Sie hatten den besten und ausgewogensten Style von allen Lehrkräften. Das ist geil. Es hat so harmoniert, das war so genial.
Das Geile ist ja, dass wir sagen können, was wir wollen, weil bei allem gebührenden Respekt, ein Satz, der einleitet, dass man gar keinen Respekt hat, bei allem gebührenden Respekt, diese Frau wird niemals irgendwas in Richtung YouTube oder Twitch gucken. Das heißt, ja, wir sind ja. Ist sie gestorben? Nein, aber hallo. Die Frau ist einfach nicht gemacht dafür. Wer weiß? Ich kann mir nicht Ich vorstellen. glaube, Frau B hat eine Es wäre sehr, witzig. sehr verschrobene Es wäre brutal witzig, die Vorstellung, dass diese Person sich. Vergangenheit und andere Hobbys. Dass diese Person sich abends irgendwie auf die Couch setzt und mit dem Laptop davor irgendwie Kommt beim Let's Play YouTube. zuschauen. Oder hier Das ist wäre dieser eine Typ, schon mega der nice. so komplett irre ist mit diesen und seine eigenen Geschichten in Minecraft ausdenkt. Paluten. Keine Ahnung, hätte ich gar nicht. Oder Paluten. Was macht der? Will ich angucken. Palatschinken. Der macht Minecraft. Nice. Der schreibt Bücher über Minecraft. Ach so, Bücher, sowas. die Millionen Auflagen haben. Ja klar. Hä, wer liest denn heute noch? Romane über Minecraft. Das ist geil. Will ich auch. Ey, und wenn du hast gerade angesprochen, wer liest sowas? Ich hatte in diesem Jahr, nicht Schuljahr, dieses Jahr hatte ich zwei Buchvorstellungen zum Thema Minecraft-Bücher von Paluten. Krass. Ich glaube, ich schreibe im falschen Genre. Oder aber, Ja. wenn das Ding hier durch die Decke geht, wenn wir irgendwann mal, liebe Zuschauer, wenn wir irgendwann mal Wahrscheinlich heute Zehntausende, Nacht. Hunderttausende, Millionen Zuschauer haben, Ja. Wenn nicht sogar Trillionen. dann Quantillionen. kauft alle mein Buch. Trampillionen. Ich finde, sobald es unfassbar wird, ist es Trampillionen. Ja, super geil, das müssen wir etablieren. Trampillionen. Ja, genau, dann kauft mein Buch. Und bis dahin, diese ist eine spannende Die Frage. ersten 5000 Bücher werden von Lukas Niels noch persönlich signiert. Oh je. Yeah. Ja gut, kann ich machen. Das sitzt du länger dran als an deinem Buch, Das Alter. ist eine, das ist, wollte ich sagen, das ist eine spannende Frage. Was wird eher nicht fertig? Werden wir eher nicht die 1 Million erreichen? Oder werde ich eher nicht mein Buch fertig schreiben? Nein, es bleibt spannend. Bleiben Sie dran. Beziehungsweise, Ich schreibe ein vergesst Buch. nicht so auf Ich dieses mache passende. Nee, es ist eigentlich kein passendes Schlusswort. Lukas, wir brauchen ein Schlusswort. Weil ich glaube, wir sind so vom Thema Eiszeit ein bisschen abgewichen, aber ich glaube, da können wir jetzt Und dank deinem Seminar des Öfteren drüber frösteln. wir können auch über Funktionieren. Psychoanalyse und Kino oder Film und die Psychoan nee, der Film und die Psychoanalyse. Ist auch sau spannend. Also, bis auf Wir das könnten auch wieder irgendwelche Apps über Zyklen besprechen. Da habe ich auch eine gute Idee. Das kommt dann auch wieder. Immer. Es ist ein Zyklus. Es kommt immer alles wieder. Stimmt. Ja, und mal gucken, es wird jetzt noch bei einem anderen Seminar ging es jetzt zuletzt um Fernsehkultur und jetzt wird es in naher Zukunft wahrscheinlich auch noch um Streamingdienste und tatsächlich auch YouTube gehen. Da werde ich mal ganz gespannt sein, was ich da so mitnehmen kann. Gerne, gerne. Dann kann ich das ganze Wissen hier darlegen. Dann kann ich richtig krass referieren. Und dann nehmen wir die Aufnahmen und ich schicke sie einfach an meinen Dozenten und sage hier, da Studienleistung. Das wäre Nee, schon sau nee, witzig. nicht die Aufnahmen schicken, sondern Ja, einfach den Link. Guck mal, ich sage den hier. Link. Den Link Und dann noch die E-Mail. schicken. Immer in die E-Mail schreiben, bitte Abo, Kommi, Like da lassen, die Glocke aktivieren. Dann, hey Dozent, da kriegst du auch immer alles mit, was ich über deinen Unterricht sage. Boah, Boah, das könnte ein Scheiße. gutes. Und Lukas schafft es vom zweiten Studiengang exmatrikuliert zu Ey! werden. Ey! Im ersten Studiengang Ey! habe ich mich selbst exmatrikuliert, weil es nicht weiterging. Und im zweiten, du wirst ja nicht jetzt, also ich werde ja nicht deswegen exmatrikuliert, weil ich quasi das mache, was diesem Studiengang inhärent ist, und zwar im Kern, nämlich Medien. Stimmt, nee. Heißt, Wenn du Pech hast, kommt die Steuer. ja, noch ist es ja Ich nicht, glaube, das ist das größere Pech. ja nicht ist, noch ist es ja nicht monetär. Die Steuer kann mir gar nichts. Sagte Uli Stimmt. H. Das geht raus an Nee, wie, komm. Scheiße, das muss ich zensieren. Sorry. Ja, danke.
ein Schwabe sitzt am Neckar. Oh, Wookie Monster, pass auf. Hängt die Rute so von seiner Angel in den Neckar und sinniert so vor sich hin. Da kommt Gott daher geschlendert und setzt sich daneben. Die beiden nicken sich so zu und denken so drüber nach. Dann packt Gott seine Rute aus und fängt auch an zu arbeiten. Gemütlich. Geht so eine Stunde, geht so zwei Stunden, dann hält es der Schwabe nicht mehr aus, dreht sich rum und schaut Gott an und fragt: Gott, warum bist du ausgerechnet hierher gekommen zum Angeln? Darauf antwortete Gott: Ja, Boysch, ich hab Homeoffice. Ja, das ist eine schöne Pointe. Deshalb, ich wollte mich auch schon sagen, ich musste mich an einen Witz erinnern, wenn Gott die Sprachen verteilt. Ich meine, den gibt es ja auch immer. Genau. Ja Gott, wie soll ich denn sprechen? Ja, ich schwätze halt nur wie ich. Aber... Ja. ist und bleibt einfach auf dieser Variante am schönsten. Generell, wenn wir schon apropos am Thema schönsten sind, wenn es am schönsten ist, soll man bekanntlich aufhören. Okay, das stimmt. Ja. Das ist tatsächlich richtig. Mhm. Aber ich mag das nicht. Aber ja, wir hören jetzt auf, weil kürzere Podcast-Zeiten. So. Genau. Für die Professionalisierung des Kanals. Genau. Wer natürlich mehr von uns will, der muss noch so Woche, zwei oder ein paar Jahre warten, bis er unser Merch holen kann. Ihr habt natürlich die Möglichkeit, alle bisherigen Folgen auf YouTube unter unserem Kanal Schwitzen im Sitzen nachzuschauen. Alle Pannen, witzige Gegebenheiten und tiefsinnigen Gespräche euch nochmal zu Gemüte zu führen. Wir wissen, ihr seid regelmäßige Zuschauer und kennt alles schon, aber manchmal macht Aufgetautes und in der Mikrowelle wieder warm gemacht ist. Wenn du jetzt anfängst, mir auch noch nahezulegen, dass ich ein Best-of von uns irgendwann mal zusammenschneiden soll, so keine Ahnung, Best-of November, dann drehe ich aber mal. Nein, wir machen das richtig und lassen das von irgendeinem Zuschauer machen. Oh ja. Best-of Schwitzen im Sitzen November oder so. Mhm. Deswegen, vergesst nicht, uns hier auf Twitch zu folgen. Wichtig, Leute, ganz wichtig. Ja. Werdet ihr auch immer benachrichtigt, wenn wir live gehen. Ja. Das heißt auch E-Mail. Die Benachrichtigung auf jeden Fall anstellen, das ist sehr, sehr wichtig. Muss ich nicht immer rumschicken. Ich hatte es auch am Anfang, glaube ich, erwähnt von dem Podcast, aber vielleicht waren manche von euch nicht so ganz pünktlich. Wie meine Schüler. Muss ich einen Eintrag schreiben, danke. wir sind eigentlich so wöchentlich zu sehen auf Twitch und streamen. Unser Ziel ist es, unser hehres Ziel, zweimal wöchentlich, aber bisher sagen wir, wöchentlich passt auch. Mehrere Tage danach, irgendwann mal, folgt dann der Upload auf YouTube der besten Szenen bzw. der gekürzten Variante. Ohne Nasenpurbeln und ohne Versprecher, ohne peinliche Bildverklicker von mir oder. Ohne Versprecher. Wie viel willst du eigentlich schneiden? Nee, gar nicht. Nein, ich meine nur, weil du gerade einen Namen genannt hast, den wir noch rauskriegen müssen. Ach so, ja. Grüße gehen raus, ne? Genau. Ja, und was muss man eigentlich nochmal auf YouTube machen, Lukas? Auf YouTube? Oh, darf ich sagen? Macht das eigentlich überhaupt noch alles? Ein Abo dalassen? Den Like-Button drücken, einen Kommi schreiben und die Glocke aktivieren. Genau. Glocke penetrieren, das ist immer wichtig. Ja. Genau. Und ich glaube, was am allerwichtigsten ist, von diesen vier Sachen, klar, die kann man machen, das ist so blub mit dem Ball, aber was am allerwichtigsten ist, das fünfte auf YouTube, teilen mit allen euren Freunden, Verwandten, Arbeitskollegen, allen Personen, denen ihr auf Tinder regelmäßig schreibt und auch in eure Tinder-Biografie bitte packen.
Hast du noch was hinzuzufügen? Nur, dass ich das mache, ja. Klar. Wie es gehört. Und damit wünschen wir euch einen wunderschönen restlichen Abend, eine besinnliche Voradventszeit. Wir sind ja jetzt quasi auf den Zielschritten zum Advent. Machen wir einen Adventsspecial, Lukas. Oh, vor 10 Minuten. Ja! Richtig geil. Und vor allem ein Nikolaus-Special. Tut mir leid, ich bin voll Feuer und Flamme. Und damit tschüss. Ciao, tschüss. Chin-chin. Volumen, Alkoholprozent.